es ist halt wirklich hardcore. Meine Toleranz für so Frustspiele ist extrem gesunken in den letzten paar Jahren. Das wäre eigentlich müssten wir mal ein Video machen von dir, Wolf, wie du Demon's Souls spielst. Das, so ja, drei Stunden mit, würde ich gerne mal sehen. Wolf. Geiles Rollenspiel, allerdings mit einem Manko, es ist so unfassbar fucking schwer. Du hast auch nicht viel Energie, das heißt drei Schwertreffer von denen und du bist auch einfach tot. Das heißt, du musst decken, du musst schlagen, also es ist schon ein bisschen taktischer. Erwartungsgemäß bin ich kurz vorm Einschlafen. Und die Level sind riesig, riesig, lang und komplex. Und das Krasse ist, wenn du jemanden vernichtest, kriegst du Seelen, ähnlich wie bei God of War. Und diese Seelen sammelst du im Laufe des Spiels und investierst die quasi in deinen Charakter. Also du steigst auf durch die Seelen, du kaufst Charakterwerte im Prinzip anhand dieser Seelen. So, und das Problem ist, dass du einfach, wenn du verreckst, landen alle deine Seelen an dem Punkt, wo du verreckt bist. Los geht's.